Bist du eigentlich blöde im Kopf oder was? Immerhin, für jeden gibt es jetzt hier 1125 Erfahrungspunkte und das reicht für Torma zu einem Level-Up. AP um 0, schade. HP um 7 ist aber gut, Attacke um 4, okay. 9-3 bis zum nächsten Level und alle anderen nichts. Und es gibt 1500 Gold. Ich hab's ja mir schon gedacht. Keiner guckst du, wa? Oh, all die Bäume, sie sind alle weg. Dieses Monster muss dafür verantwortlich gewesen sein. Und ich spreche im Perfekt, weil wir haben es ja schon fertig gemacht. So viel dazu. Dann auf nach Ordens. Ja, erstmal speichern. Und dann geht's hier locker luftig weiter. Guck mal, eine Frucht. Earthfruit oder Earth Sap? Earth Sap. Ich weiß nicht, was ein Earth Sap macht. Ich speichere, warte. Gleich nochmal auf die 2 und guck erstmal, was wir hier, was wir damit machen können. Earth Sap Rosa. Hallo, Earth Sap. Wir könnten jetzt vielleicht auch mal die Sources schnell noch verteilen. Können wir nicht einsetzen, okay. Ich speichere nochmal auf die 2 in dem Dialog hier. Ich würde jetzt mal gucken, das war Rami. Nee. Das ist nicht so das, was ich will. Wenn wir es Eldin geben, auch nur eins. Geil. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wenn man so eine Source zu lange mit sich rumträgt, dass sie dann ihre Wirkung verliert. Ich kann hier überall, egal wem, kann ich nur eins geben. Oh, das war der falsche Speicherstand. Entschuldigung. Immerhin 3. Auch 3. Na, da wird sie bei Rami wohl auch 3. Ja. Ja, gucken wir später mal, ne? Ne? Jetzt würde ich mal ganz kurz noch, bevor wir es wieder vergessen, oder ich besser gesagt, genau hier, Set Skills. Bis zu 3 Attacken kann man hier hinzufügen. Visusor könnte heilen. Das ist aber, glaube ich, nicht erforderlich. Dann machen wir lieber Fireball, das kostet nämlich 0. Und dann Fire Breath, kostet zwar 5, aber pff, das andere kostet alles viel zu viel. So. Die Werte sind auch gar nicht so schlecht. Ziemlich hohe Verteidigung, aber halt nicht so viele Lebenspunkte. Das ist ein bisschen schade. So, wir erinnern uns auch noch daran, dass man da oben noch irgendwo hin konnte. Jetzt bin ich ja wieder hier und muss schon wieder kämpfen. Ich glaube, das wird geschnitten. Und oben müssen wir halt nochmal hin. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wo die Bäume weg sind, da oben hin können, ohne Probleme. Oder ob das noch nicht ausreichend ist. Wir werden sehen. Oh, Fire Breath. Das schneide ich jetzt mal schnell rein. Jetzt hat er 5 AP verbraucht, um diesen Wild Bull 5, also 8 Lebenspunkte, 5, also 8 Lebenspunkte abzuziehen. Cool. Dann kloppe ich jetzt hier nochmal den A-Knopf. Und wir gucken mal. Rami hat übrigens gerade wieder Critical und 2 abgezogen. Fantastisch einfach. Gefreut. Eldin haut wieder alles kaputt hier. Jawohl. 800 Erfahrungspunkte, Torma hat Sonar gelernt, Rami hat Release gelernt und wir haben 80 Gold bekommen. Yes! Okay, das wird wieder geschnitten. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie Fire Breath aussieht, also, ne? Wisst ihr Bescheid. Komm doch her, du Arsch! Tja, mit Wild Bulls ist das immer ein bisschen schwierig, möchte ich sagen. So! Wieder das altbeliebte So. So. Er ist ein bisschen doof. Wie kommen wir denn jetzt nochmal da hoch? Ich weiß halt nicht, ob standen da Bäume im Weg. Ich weiß, es ist erst ein oder zwei Folgen her. Also ich glaube 2 Folgen. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Also und müssen, können wir jetzt, wenn wir jetzt hier nach oben gehen, kommen wir hier schon weiter? Oder war das hier falsch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier bestimmt wieder Gegner sind, ne? Oder die sind alle weg. Wegrationalisiert vom Spiel. Ne, die sind noch da. Ist das hier richtig, wie wir hier laufen? Ich glaube, ne? Oder nicht? So, dann gehen wir mal weiter. Wieder schön nach jedem Kampf. So. Kamen wir hier unten jetzt eigentlich mal durch.
Ach nee, bei den Töpfen waren wir schon, ne? Ja, doof. Dann gehen wir eben wieder. So. Hasche davon. Gibt's hier unten irgendwas Geiles? Oh. Das ist ja auch mal interessant. Wieso steht da ein Topf? Und vor allem gibt's da gar nichts. Nee, es gibt hier einfach nichts. Warum steht hier ein Topf? Wieso kann man hier abkürzen? Gibt's hier vielleicht noch irgendwo ein verstecktes Secret? Weil ich habe eigentlich gedacht, das ist bei Luffy anders. Nee. Hä, hey, was? Das lohnt sich doch gar nicht hier. Na gut, hier sind eh keine Gegner mehr, also können wir auch mal weitergehen. Wir sind natürlich eigentlich komplett falsch gelaufen. Prima. Ja, wir hätten abwarten sollen. Es hätte sich ja alles erledigt. Irgendwie. Schwester! So. Verschluckt. Jetzt muss ich hier wieder kämpfen, ne? Ach nee, wir können ja hier den Umweg nehmen. Das ist natürlich ganz gut. Da haben sich die Programmierer offensichtlich was dabei gedacht. Also das Schöne an den Wild Bulls ist ja, dass sie viel Erfahrung geben, aber sie hauen mit ihren blöden Tackeln halt auch immer viel zu krass rein. Deswegen muss ich jetzt erstmal kurz gucken, ob wir hier jemanden mal heilen müssen. Wer könnte das denn mal machen? Eldin. Eldin. So nah. Weiß nicht, was es macht. Ja. Na, wieso so? Nö. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr notwendig. Ich speichere mal auf die 3. Und wir gehen weiter in Richtung Ordens. Visusor hat Dragon Breath gelernt. Da gucke ich mal ganz schnell, wie viel das kosten würde an AP. 8. Mhm. Ist vielleicht aber sinnvoller als Fire Breath, wobei Fire Breath geht ja auf alle. Nee, Fireball geht auf alle. Fire Breath geht, glaube ich, ja nur auf einen. Oder auch auf alle? Keine Ahnung. Komm, wir können hier mal Dragon Breath machen. Und, ja. Bleibt's. Das kann er jetzt noch einmal machen und danach sind die AP ja aufgebraucht dafür. Mal sehen, ob es in diesem Kampf passiert. Wenn ja, dann würde ich es reinschneiden. Es passiert und es sieht so aus. Und zieht doch relativ viel ab, aber dafür, dass es 8 AP kostet, muss ich ehrlicherweise sagen, ist es ein bisschen zu schwach. Naja. Jetzt ein... Oh. Nice. Okay, wieso so? Nicht schlecht. 800 Erfahrungspunkte und hurra, hurra, hurra. Achso, hier oben kommen wir her. Okay, okay. Oh. Oh, ihr Ganoven. Diese Giftscheiße regt mich auf. Aber diesmal wurde sie nicht angewandt. Von den Gegnots. Gegnots Bibel! Ich habe euch alle schon 3000 Mal besiegt. Jetzt hat Wissu so allen Ernstes probiert, mit 6 AP eine Attacke einzusetzen, die 8 AP kostet. Und dann kam die Meldung, but nothing happened. Verschwendeter Zug. Anstatt dass das Vieh so intelligent ist und merkt, ich kann es nicht einsetzen, nehme ich doch einfach eine von meinen beiden anderen Skills, die null kosten. Oh. So, Nummer 1 und Nummer 2. Jetzt hat er das wieder probiert. Ey, wieso so? Bist du eigentlich blöde im Kopf oder was? Schade ist ein bisschen, dass man hier jetzt nicht sieht, wo standen Bäume und wo kam man vielleicht vorher nicht hin. Das ist tatsächlich etwas schade. Ich sag mal, hier waren wir, glaube ich, überall schon, aber naja. Guten Tag. So, mit dem nächsten Kampf bekommt Rami ein Level up. Das wurde natürlich fett gefeiert. An diesen Topf dort. Wie kommen wir denn da ran? Moment mal, können wir hier vielleicht... dass das Spiel so böse ist, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee. Das wäre ein bisschen zu gemein gewesen. Aber da unten müssten wir doch jetzt eigentlich rankommen. Jetzt, wo eigentlich alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. Also fast. Rami ist jetzt Level 15. Und die AP um 6 erhöht. Warum auch nicht? Agilität um 6. Schade. Defense wieder 0.
Sinnlos. 11.129 Erfahrungspunkte. Na prima. Die Freude ist ganz meinerseits, ja, ja. Aha, aha. Sag mal, ich muss doch irgendwie. Wie komme ich denn da unten ran? Herrje. Das muss doch eigentlich gehen irgendwie. Aber ich sehe hier auch keinen anderen Eingang in dieses Feld. Finde ich jetzt blöde. Nö, ich hab keinen Bock. Müssen wir jetzt eigentlich nach unten oder nach oben? Ich weiß nicht. Wie komme ich an den Topf? Ist das irgendeine Art von tricky Rätsel oder was? Ich komme hier doch nirgendwo anders. Ach Mensch. Freunde, hallo. Ich kann hier nochmal probieren, ob es hier irgendwo runter geht noch extra. Nein, tut es nicht. Und, nein, hier geht's auch nicht runter. Bitch! Ich komme hier nicht durch. Ich frage mich ja, ob Heiko Baumann hier den Zaun zerschlagen könnte. Das ist doch ein Witz. Man kommt rein in den, in das Feld dort, aber man kommt nirgendwo raus. Oder bin ich blind? Sehe ich das nicht? Vielleicht hinter dem Baum da unten, der ganz rechts unten. Merkwürdig. Naja, okay. Gut. Und wir müssen hier ja eh nochmal hin, weil wir oben ja noch irgendwie, weiß ich nicht, war das hier? Nein. Wieso steht hier Zaun? Das macht gar keinen Sinn. Wohin ist jetzt eigentlich richtig? Ich speichere mal lieber auf die 3. Ich glaube, hier oben ist falsch, ne? Die Frage ist, waren hier oben die Sachen, wo, ja, hier kamen wir ja auch nicht hin. Hier liegen Steine im Weg. Da kann man von oben hin. Aber wir kommen hier gar nicht nach oben, ne? Das war doch das Problem, das Grundsätzliche hier. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob wir da jetzt hochkommen. Wo wir doch hier jetzt klar Schiff gemacht haben, überall. Wir können es ja nochmal probieren. Ja, du kannst ruhig da unten bleiben, du interessierst mich auch nicht. Mensch, jetzt muss ich hier wieder kämpfen. Und ein Large Egg haben wir gekriegt. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt haben meine Zähne ganz komisch vibriert hier. Ach, bei dem Topf da unten waren wir auch schon. Na, prima. Ganz ehrlich, wieso so? Wie doof kannst du eigentlich sein, wenn ich mal ganz kurz fragen darf? So bescheuert einfach. Nee, nicht Set. Was ist denn mit den Tasten los? So. Herrje. Gut. Wenn ich das alles wieder zurücklaufen muss, sinnlos, ne? Uiuiui. Das wäre ja eine Freude. Ja. Gut, damit hat mir wieso so deutlich mehr geholfen als mit allem anderen. Denn das Fireball kostet ja nichts. Können wir hier nicht irgendwo runterspringen, sag mal? Und kommen wir denn jetzt da unten lang? Ich weiß es nicht so genau. Das Cockatrice haut schon ab von mir. Es hat nämlich Schiss. Da gab es auch nichts Besonderes. Achso, ich musste den Topf nehmen. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt hier einmal voll im Kreis gelaufen. Was ein bisschen blöd ist, denn... Was mache ich hier? Sekunde mal. Ich kann hier runterspringen, ne? Da drüben war ich ja unten. Jetzt komme ich ja aber trotzdem nicht an die Kiste. Prima. Fantastisch. Na, das hat's ja jetzt hier total gebracht. Oh, doch, ich komme da. Doch. Oder? Ich weiß es nicht. Eldin ist jetzt Level 15. Ja, HP um 5 ist okay. Agilität um 5, naja. Gut, die Zahl, die fünfstellige, kommt uns bekannt vor. Es ging nicht wegen den Steinen. Arrrr! Ich werd blöd.
und es gab ein Insect Egg.